Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge des neuen Liga-Let's Play. Path of Exile Delirium ist gestartet. Es ist Freitagabend, ich nehme die erste Folge auf. Ich konnte es nicht länger erwarten. Bis jetzt, ich glaube, gab noch keine neuen Patches bis auf den Hauptpatch. Ist ja ungewöhnlich, läuft demnach relativ stabil, das System. Was spielen wir? Also, wir spielen einen Schatten und ihr habt euch fleißig in der Abstimmung oder viele von euch haben sich beteiligt. Vielen, vielen Dank dafür und mehrheitlich für einen Minenleger entschieden. Und zwar habe ich gedacht, ich spiele Lavageschoss. Minenleger, weil in der letzten Liga haben den viele empfohlen, dass der sehr, sehr gut laufen soll mit wenig Budget und in dieser Abstimmung oder auch in den Videos davor haben viele von euch geschrieben, dass sie den wahrscheinlich spielen wollen. Wir werden das nach wie vor genauso machen wie in den letzten Liga-Let's Plays auch. Ich werde so versuchen, so einen guten Mittelweg zu finden zwischen schnell durchlaufen, aber eben auch für die Neuen unter euch, für die Einsteiger ein bisschen was erklären. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. So, ich dachte, wir nennen den Feuriger Fridolin. Probieren wir mal unser Glück, ob es klappt. Und nein, das will er aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Name vielleicht zu lang ist. Ich melde mich nochmal neu an. Den kann ich auch, brauche ich gar nicht versuchen. Komme ich nicht rein. Das hatte ich, ist mittlerweile mein vierter Versuch für diese Aufnahme. So, wir erstellen einen neuen. Okay, so. You were born with quickness of body and sharpness of mind. How have you paid for these skills? Vielleicht auch zu viele Buchstaben, ich weiß es nicht. Yours is a predatory profession. The business of butchery. You've stolen many a life to fill your purse. Now you will earn your redemption. So, mal gucken. Feuriger. Wir machen das einfach mal ein bisschen kürzer. Feuriger Fred, mal gucken, läuft. Existiert schon. Ja, Feuriger sollte das schon gerne sein, ne? Oder? Jetzt fällt mir kein Name ein, das gibt's ja gar nicht. Himmel. Feuriger. Mal gucken, warte mal. Wir probieren mal was anderes. Mal gucken, ob das vielleicht. Fred Feuerbringer. Mal schauen. Mit Pech fliege ich sofort wieder raus. Und? Nein, das geht. Warum auch immer das so umgeht. Fred Feuerbringer. Naja, gut. Auch gut. Fred Feuerstein wollte ich nicht nehmen. Überlegt hatte ich. Ich gebe ehrlich zu, ich habe überlegt. So, wir schnappen uns hier die Schere als allererstes. Wir sind ja an diesen Strand hier gespült worden, weil wir ausgestoßen sind. Man hat uns irgendwas vorgeworfen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich war es nicht. Ehrlich, ich war es nicht. Man hat mir was in die Schuhe geschoben. Mit dem Wiebanschlag. Der Wiebanschlag macht ja Chaosschaden. Chaosschaden immer gern beliebt. Passend auch gerade für den Schatten eigentlich eine gute Geschichte letztendlich. So, wir nehmen ja nochmal ein paar Zombies mit. Aua! Lass das! So, wir wollen hier auch gleich, ich hätte natürlich auch den Angriff nehmen können. So, hier werden wir einfach gleich mal die Füße reinlegen. Weil das einfach besser ist. Nahkampf. Aua, aua. Warum geht das? Ach, weil da die Füße drin sind. Ganz klar. So, die Angriffe kosten ja Mana. Die Angriffe kosten ja Mana hier. Ist Mana. Also das heißt, hier verbraucht es Mana. Jeder Angriff. Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Er sammelt sich ja wieder, wenn wir Gegner erledigen. Ach ja, das geht nicht. Mensch, jetzt habe ich die Füße drin. Das ist gar nicht so schlau am Anfang. Ich mache jetzt erstmal die Waffe. Später ist es echt wahnsinnig schlau. Aber ganz am Anfang braucht man doch noch, weil man wenig Mana hat, es noch nicht so ganz gut funktioniert. So, da ist eine große Truhe. Die sollte man unbedingt mitnehmen, weil wir hier gleich eine Unterstützergemme kriegen. Sind die beiden miteinander verbunden, unterstützen die sich. Sind die nicht miteinander verbunden, unterstützen die sich nicht. So, also die Farbe einer Gemme passt nur in den gleichen Sockel mit der gleichen Farbe. Einfach mal so. Mal so rausgehauen, ja?
So, man kann die auch miteinander verbinden, ne, später, aber läuft noch nicht. So, gehen wir aus dem Weg. Lauter Untote. Was ist hier bloß los? Wo bin ich gelandet? Um Gottes Willen. Wie fürchterlich. Oh. Oh. Ziehen wir auch gleich an. Machen wir automatisch. So, ich muss das gleich mal hier umlegen, ne? Ich habe die immer da oben. Aber man ist ja so ein Gewohnheitstier. Man ist ja einfach so ein Gewohnheitstier. So, ich habe auch noch gar keinen Blick auf die Herausforderungen geworfen. Ich denke mal, da werden wahrscheinlich die ganzen Standard-Herausforderungen wieder sein. Man kriegt ja, wenn man bestimmte Herausforderungen erfüllt, kriegt man ja kosmetische Effekte, unter anderem diese Flügel, dieses Mal bei 36. Und ich muss sagen, die fand ich gar nicht so schlecht. Ich finde, die gefallen mir richtig gut. So, das wäre, das glaube ich, seit langem mal wieder eine Herausforderungslehre, wo ich sagen würde, da könnte sich das für mich persönlich, könnte mal den Ehrgeiz bei mir erwecken, tatsächlich die 36 auch zu machen. Da sind ja mal zum Schluss immer so eine Fleißdinger dabei. Da hatte ich das letzte Mal ja... Oh, was ist das für ein Riese? Nein! So, das vergiftet, ne? Deswegen der Effekt. Oh, der ist ganz schön schnell, scheint mir. Ah ja, der Schatten ist auch schnell. So, jetzt hat er das Schwert aus sich rausgezogen. Oh, er hat mich voll erwischt. Der Lump. So, die haben ja in der letzten Liga, oder zur letzten Liga, die Bosse ein bisschen stärker gemacht. Früher konnte man sich einfach, also mit dem entsprechenden Char, ein bisschen Erfahrung konnte man sich da hinstellen und konnte den einfach fertig machen. So, ich glaube, jetzt kriege ich ihn aber, oder? Halleluja, aber es war knapp, ne? Habt ihr gesehen? So, wir nehmen hier einfach ein bisschen was mit. Das können wir jetzt am Anfang, können wir es gut verkaufen. So, was wollen wir denn mal nehmen? Also, wir haben hier den Schatten. Ich habe jetzt am Anfang zwei Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier gehe, ich kann immer nur Verbundene nehmen. Also entweder mit dem Hauptbereich, wo wir starten, also dem Hauptpunkt. Hier sind übrigens die anderen Chars. Also das heißt, die haben alle ihren eigenen Startpunkt. Und wir wollen ja im Prinzip den Lavageschoss Minenleger machen und ich denke mal, wir werden jetzt einfach tatsächlich an der Stelle wahrscheinlich einfach jetzt erstmal hier ein bisschen über den Schadensbereich gehen. Schaden. Ich habe mir natürlich irgendwie auch mal zwei, drei Guides angeguckt, Bildguides, und die sind eigentlich alle so ziemlich ähnlich, zumindest was einen Fertigkeitsbaum angeht. Ein bisschen Unterscheidung ist tatsächlich bei den Gemmen, aber da werden wir gucken. Also ich habe, sag mal, ich glaube, ich habe da eine ganz gute Grundlage mir rausgepickt, die ich dann natürlich dann wieder passend für mich abwandeln werde. Bloß so, so ein kleiner Leitfaden. So, hier haben wir auch den Wegpunkt. So, und dann wollen wir nochmal gucken. Ja, das machen wir. Das machen wir. So, wir holen jetzt erstmal diese ganzen Aufgaben hier. Und dann möchte ich... Oh, was haben wir hier schönes? Frostpuls. Aha. Sprengfalle. Das wäre ja tatsächlich... Das wäre ja tatsächlich die erste Falle. Wir haben eigentlich bei uns eine große Explosion verursacht. Hm. Gewittersturmmine. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also was jetzt tatsächlich für uns tatsächlich richtig gut wäre. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich weiß, dass wenn ich jetzt mit dem Pesthauch erstmal loslegen würde am Anfang, käme ich wahrscheinlich relativ gut durch. Die könnte ich mir später auch noch kaufen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen mit den Fallen rum experimentieren. Das geht Richtung Feuer. Ich glaube, das wird für uns wahrscheinlich ganz interessant sein. Einfach deswegen, weil wir später die Lavageschossmine, das wird ja auch feuermäßig sein. Also nehmen wir die einfach mal mit. So, man kriegt also jedes Mal so Belohnungen und da sind eben auch Gemmen dabei. Später, ich sag mal, wenn man die Belohnung bekommen hat, könnte man sie auch bei Nessa nachkaufen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal gucken, was kostet das, eine Identifikationsrolle. Ich könnte mir jetzt hier für alle Fälle, und auch nur, weil ich da eben einigermaßen mit um kann, ist hier Pestoch, ist ja allerdings noch nicht dabei. Kinetisches Geschoss, also hier sind viele Sachen, die man eben schon nutzen kann, die man aber, da ist der Pestoch, den nehme ich, auf alle Fälle nehme ich den auch nochmal mit, die man hier quasi oder die andere Chars unter Umständen als Belohnung kriegen würden, angeboten bekommen würden. Die kann ich zum Teil, kann ich sie eben kaufen, wenn ich sie eben nutzen kann. Es ist manchmal ganz interessant, da zwischendurch mal reinzugucken. Doppelschlag ist zum Beispiel auch gar nicht so schlecht. Wäre auch nochmal eine Variante jetzt. Angriff, Nahkampf, Schlag physisch. Gerade zumindest jetzt am Anfang.
Ich lasse es jetzt erstmal weg. Ich nehme jetzt erstmal den Pesto mit. Der zieht normalerweise eigentlich ganz gut. So, wir wollen einfach mal gucken. Ich hätte gerne noch eine weitere Waffe, würde ich gerne noch ausrüsten. Ansonsten den ganzen Rest kann und will ich nicht gebrauchen. Also werden wir das einfach auch hier verkaufen bei Nessa. So, die Sprengfalle will ich natürlich gerne einsetzen. Gleich. So, und ich kriege eben für viele Sachen Schriftrollen, Fragmente. Für Sachen, die zum Beispiel magisch oder so sind, bekomme ich eben auch andere Sachen. Ja. So, Kiste habe ich noch gar nicht aufgeräumt. Das, glaube ich, mache ich mal in Ruhe zwischendurch. So, zwischen zwei Folgen. Und jetzt will ich einmal ganz kurz in die tatsächlich heraus. Rüstet euch. Habt insgesamt 1000 Leben, Mana, Energieschild. Sollte man... Oh, Energieschild. Nicht jeder Char hat natürlich... Energieschild. Also ich sag mal, Leben und Mana 1000 sollte man eigentlich... Obwohl Mana ist auch schon so eine Sache. Gar nicht so schlecht. Habt insgesamt 150 Widerstand. Da kommen wir früher oder später hin. Habt insgesamt... Das kommen wir auch früher oder später hin. Hier ist es eben ein bisschen abhängig von den Chars tatsächlich. Okay. Nehmen wir einen Spiegel. Okay, das kriegen wir schon hin. Tiefenbewohner, das sind hier, das werden wir hier gleich als erstes machen. Hier sind diverse Quests, also für diejenigen, die in der klassisch durchrennen, hier müsst ihr ein bisschen drauf achten, hier sind so ein paar wieder. Schließt Begegnung ab, gewaltige öffnen Arkanistentresor, schließt eine Delph-Begegnung ab, besiegt eine Rote am Blutaltar. Also hier sind da viele Sachen, die muss man sich mal in Ruhe durchkommen. Ich glaube, würde mal sagen, viele Sachen kann man jetzt an der Stelle einfach wahrscheinlich mitnehmen. Vernichtet Eroberer des Atlas. Okay, das ist der Klassiker wieder. So. Gegenstände aus Händlerrezepten. Ja, eigentlich auch klassisch. Also hier beim Sextanten muss ich eben drei gleiche Sextanten reinlegen. Das gleiche gilt eben für ein Bleitöl. Drei gleiche. Katalysator auch. Drei gleiche müssen da rein. Metamorph, Probengegenstand. Ist auch, muss ich im Prinzip drei gleiche reinlegen, kriege ich was anderes dafür. So, Chaos-Sphäre, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sphäre der Möglichkeiten auch. Kann man Items für sammeln, zum Beispiel Meißel des Kartografen. Auch so, gibt es auch verschiedene Varianten, die wird man aber später erst kriegen. Dafür braucht man auch Karten in der Regel. Ja, also schon viele Herausforderungen. Ich muss mal gucken, also wir laufen jetzt erstmal in Ruhe ein paar durch und dann schauen wir einfach mal, was dann am Ende noch überbleibt, wo wir wirklich gucken müssen. Also ich glaube, da ist jetzt nichts bis auf die Begegnungen, die wir hier machen müssen, wo wir wirklich darauf achten müssen, damit wir nicht zurücklaufen. So, schließlich das. Kommt alles noch, kommt noch, kommt noch, kommt noch. Erreicht Aszendenz, alles klar. Mit den, okay, das auch. So, was haben wir denn im Patch? Haben wir hier etwa global drin? Lokal haben wir drin. Machen wir einfach mal weg. Also ich glaube, dem Zufall überlassen, was ist das denn? Benutzt während der Möglichkeiten, um 10 der folgenden 12 Ergebnisse zu erzielen. Magische Waffe, magischer Tresor, magische Karte. Okay. Seltene Karte, seltenes Juwel, einzigartige Waffe, einzigartige. Also das ist eigentlich schon ein bisschen schwieriger. Also eine Sphäre der Möglichkeiten, damit erreicht man, also man hat ein Standard-Basis-Item und die Sphäre der Möglichkeiten macht ein zufälligen Seltenheitsgrad drauf. Natürlich, je seltener, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Also magisch ist noch relativ simpel. Wobei hier müsste man das eben auf einen Tresor, den man findet, den hat man ja nicht, anwenden. Bei selten, das kommt schon seltener vor, wie der Name schon sagt. Einzigartig ist dann ganz, ganz selten. Also dafür muss man wirklich viele Sphären der Möglichkeiten verbraten. Naja, gut. Ja, weiß nicht, ist jetzt bis jetzt noch gar nichts so richtig hoher Templer im Cortex. Okay, reicht es immer während des Krieges. Gut, das sind natürlich schon sehr aufwendige Dinge. Aber wir gucken nachher mal, was überbleibt irgendwann. So, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Achso, habe ich die Mine ausgerüstet? Habe ich. Unter Q. Ich bin mal gespannt. Keine Ahnung. So, ich glaube, dass ich das eigentlich gar nicht mehr, den Viperschlag will ich eigentlich gar nicht mehr einsetzen. Tatsächlich glaube ich, dass ich wahrscheinlich dann im Falle eines Falles wahrscheinlich eher noch zu dem Pesthauch greifen werde. Am Anfang spielt das noch gar keine Rolle, ob man da irgendwas erhöht oder nicht. Das kommt dann erst mit der Zeit. The furnace down at the slaughterhouse. Yes, that's what this place smells like. Oh.
So, und da kann man schon sehen, ne? Also der reißt schon ziemlich gut. Ich glaube, der bietet sich echt an jetzt gerade für den Anfang. Das mit dem Fallen finde ich bis jetzt eigentlich, ich habe mir das schon anders vorgestellt, aber es läuft. So, jetzt machen wir aber hier die Füße rein. Ihr habt schon gesehen, dann renne ich immer zu den Gegnern hin, da will ich ja gar nicht hin. So, da hinten ist auch schon die erste Begegnung. Wie viele von den Fallen kann ich legen? Zwei. So, man kann eben ziemlich viele Monster hier auch zeitgleich. Das ist eben auch noch so schön. Ah, die müssen da richtig drauflaufen, ja? Okay. Aber ich glaube, später kann man sie dann zünden, ne? Das ist der erste Spiegel. Nehmen wir den mit? Nehmen wir mit. Nur mal, um zu sehen, was passiert. Wahrscheinlich werde ich sterben, aber es ist ja nicht so dramatisch. Man muss die Begegnung jetzt auch noch nicht machen. Meistens macht das nachher tatsächlich mehr Sinn, die Zeit nachher in Atlas zu investieren. So, ich werde natürlich sterben, aber ist egal. Muss ich da draufklicken oder wie läuft das? Und nun? Ich würde mal sagen, ja, ich bin gerade gestorben. Das war zu erwarten, das ging ja echt fix. Oh, es hört gar nicht auf, so schnell. Was sind das, laufende Igel? Da laufen Igel hinter mir her. Ich kann doch keine Igel töten. Leute, lass das. Was kann ich denn hier vorspulen? Achso, ich kann es auch jederzeit wieder beenden. Achso, und dann lassen die Loot fallen, so war das, ne? Das ist aber ein Ekel, mein lieber Herr Gesangsverein. So, die Scherbe nehme ich mal mit. Ich glaube, ich brauche die aber gar nicht, den Helm. Ich habe ja auch nichts an Rüstung gefunden. Was ist das? Lassen die es jetzt fallen? Ich mache einfach mal. Überlebt den Wahnsinn. Na, ich habe den nicht wirklich überlebt. Ist egal, wir machen weiter. Gut, das mit der Mine ist jetzt noch nicht so effektiv gerade. Aber es wird ja noch besser werden. Könnt ihr ja demnach auch ein Schild mitnehmen. Spielt das eigentlich irgendeine Rolle bei den Minen? Ich muss direkt mal gucken. Sprengfalle. Das verursacht 5 physischen Schaden, werden in Feuerschaden umgewandelt. Falle ist Sekunden, aber basiert jetzt irgendwie auf nichts. Ist also völlig Schnurz scheinbar, was ich habe. Dann nehme ich doch am besten das Schild mal mit. Vorausgesetzt, ja, kann ich ruhig machen. So, die Mine wäre jetzt weg, aber ich will ja den Wiebanschlag eh nicht mehr einsetzen. Die kann ich nachher auch verkloppen. Schwaches Gift. Und da haben 40 bei Treffer zu vergiften. Also theoretisch kann ich die Gegner jetzt damit auch noch zusätzlich vergiften. So, der ist nicht identifiziert, der wird dann nicht automatisch ausgerüstet. Wir wollen ihn aber natürlich haben, um einfach bessere Überlebenschancen zu haben. Laufen wir mal weiter. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Ich glaube schon, dass mir das auf Dauer gefällt. So, hier laufen wir eigentlich nur mehr oder minder durch. Ach, Leute. Und da muss der böse Onkel doch tatsächlich den Pest auch wieder rausholen. Pestauch ist wirklich eine schöne Geschichte, so am Anfang. Aber muss immer in Bewegung bleiben, ne? Also hier irgendwo rumstehen, geht noch nicht. So, da hinten holen wir uns den Wegpunkt. Und dann haben wir eigentlich schon den ersten Teil mehr oder minder erreicht. Jetzt müssen wir im Prinzip hier runter, weil wir holen uns da, oder wir füllen da die Aufgabe. Also für alle Neuen, die das erste Mal spielen, guckt euch alles an. Auch beim zweiten Mal noch, guckt euch echt alles an. Beim dritten Mal meinetwegen auch noch. Eigentlich so lange ihr wollt, ne? Aber das ist, ich sag mal, später neigt man natürlich dazu, bestimmte Dinge einfach nur noch zu machen, weil man eigentlich gerne in die Maps möchte. Und da macht es manchmal Sinn, einfach ein bisschen schneller durchzulaufen. Eine Geschichte, und zwar diese hier, ist allerdings als Nebenquest. Oh, wir haben Energieschild. Wir machen auch ganz fleißig Energieschild. Hier hätten wir zumindest gut die Möglichkeit, mit diesem Char wirklich Leben, Mana und Energieschild phasenweise.
So, weil man später auch, ich sag mal, man findet einfach weniger Währungsgegenstände. Wenn man sich alles ganz genau anguckt, viele Begegnungen mitmacht, dann hat man immer ein bisschen das Problem, dass man eine gewisse Stufe übersteigt. Also man sollte so über den Daumen. Es ist natürlich ein bisschen komplizierter. Wir spielen ja Path of Exile. Aber tatsächlich, sag mal, wenn man so plus minus 5 Stufen nicht überschreitend, also zum Gebiet, wenn ich jetzt die Tabulator-Taste drücke, sehe ich, das ist eine Monsterstufe von 3. Ich habe eine Stufe von 3. Alles gut. Hätte ich jetzt eine Stufe von, sagen wir mal, 9 oder 10 vielleicht schon hier, weil ich mir ganz viel, jedes Monster gekillt habe, bin dreimal da reingelaufen ins vorherige Gebiet, dann haben wir das Problem, dass wir einfach nicht mehr so viele Währungsgegenstände finden. Währungsgegenstände sind im Prinzip Karten, natürlich sowas wie Sphären der Alchemie, Sphären der Möglichkeiten und. Also alles das, was wir zum Itemcraften brauchen. So, da muss man dann eben ein bisschen vorsichtig sein. Hier ist der böse Typ, den wir erledigen müssen. Der meint, er muss mich hier einfrieren. Zap! Und da müssen wir uns diese Medizintruhe holen. Portalrollen nehmen wir natürlich mit. Identifikationsrollen. Am Anfang können wir also ziemlich alles brauchen. Hier haben wir auch magische Sachen dazwischen. Ich nehme jetzt einfach hier tatsächlich alles mit. Und nutze hier dann natürlich hier meinen Stufenanstieg, um den Schaden auch nochmal wieder zu erhöhen. Erhöhter Fallenschaden, Minenschaden. Das ist natürlich für uns auch jetzt an der Stelle super interessant. Nehmen wir einfach mit. Weil wir natürlich jetzt, wenn wir so andere Bereiche machen, ich weiß nicht, erhöhter Chaosschaden, physischer Schaden. Gut, die Falle macht jetzt, ich weiß nicht, wie es nachher bei der anderen ist. Tatsächlich, der Chaosschaden, der hilft uns jetzt im Moment hier weiter. Später hätten wir die Punkte aber vergeben und bräuchten die gar nicht mehr. So, ich nehme jetzt hier tatsächlich auch gleich die Portalrolle und husche einfach mal zurück. So, die geben wir nämlich ab und wir bekommen hier als Gegenleistung eine Quecksilberfläche, ein Quecksilberfläschchen und das gibt uns einfach mehr Geschwindigkeit. So, was haben wir hier? Schnellerer Aufbau. Unterstützer haben bis zu eine zusätzliche Falle zu werfen. Finde ich jetzt erstmal gut. Elementarübertragung. Bestimmt auch gar nicht so schlecht. So, durchbohren brauchen wir nicht, Ansturm brauchen wir nicht, Projektil brauchen wir auch nicht, Zauberkaskade brauchen wir auch nicht. So, wenn wir jetzt also hier mit Brennen verursachen würden, mal als Beispiel, dann könnte sich das damit übertragen. Aber ich bin mir da jetzt bei der noch nicht so ganz sicher. Ich denke mal, dass das für uns interessant wäre. Das kann ich aber nicht miteinander verbinden. Also wäre, also das hier, das würde sich dann übertragen, so, mit dem Entzünden. Ich denke mal, dass das jetzt hier für uns wahrscheinlich viel, viel interessanter ist, denn wir haben ja eine Chance, noch eine Falle mehr zu werfen. Brauchen wir das noch? Nö, schwaches Gift brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt verkaufen wir das, was wir nicht brauchen, verkaufen wir gleich wieder. Weiß nicht, das ist jetzt hier Ausweichwert. Ist natürlich besser als das, was wir gerade haben. Da ist eine grüne Gemme drin, die werden wir wahrscheinlich... So, ich muss hier immer raus. Also man kann das nicht austauschen. So, den Pest noch, der passt da rein. Ich habe die blaue. So, das kann einfach weg. So, tatsächlich könnte ich jetzt die auch schon versuchen zu verzaubern, aber ich würde natürlich meine einzige Sphäre hier dafür verbraten. Treffgenauigkeit, weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche. Kritische Trefferchance ist bestimmt gar nicht so schlecht unbedingt. Aber das hat der auch schon. Also das kann jetzt einfach mal weg. Die würde ich jetzt tatsächlich einfach mal identifizieren. Das wollen wir nachher einsetzen. Das kann weg. Mal gucken, ob wir da vielleicht eine zusammenkriegen. 3, das kann weg. Das würde ich jetzt tatsächlich... 16% erhöhter Elementarschaden ist natürlich hier gar nicht schlecht, weil die ja eben Feuerschaden auch macht. Das heißt, es bringt uns da ein bisschen was. Wäre jetzt am Anfang gar nicht so schlecht, aber wir werden bestimmt noch was Besseres finden. Ja, komm, ist egal. Ich glaube, das spielt jetzt auch nicht so die Rolle. Und das Ding werden wir auch einfach verkloppen. Und dann haben wir zumindest schon mal wieder eine Identifikationsrolle. Die schmeiße ich mal da drauf. Dann kann ich die nämlich auch einsetzen. Und das möchte ich gerne einsetzen. Und natürlich das größere Fläschchen hier. Und den wollte ich eigentlich noch verkauft haben. Und das will ich noch verkauft haben. Und das will ich auch noch verkauft haben. So, dann haben wir auch schon wieder eine Identifikationsrolle. Die sammeln wir einfach noch. Achso, die kann ich auch gleich verkaufen hier. Die haben wir ja schon mitgenommen.
Verkaufe ich jetzt ausnahmsweise. Normalerweise alles, was Prozent hat, sammle ich am Anfang in der Kiste, aber ich muss die Truhe jetzt erstmal ein bisschen durchsortieren. Sonst blicken wir da alle nicht mehr durch am Ende. Got a job for you. So, den Fäulnistempel, den brauchen wir im Prinzip nicht unbedingt. Wir kriegen zwar eine Belohnung da, diese Gem-Geschichte, aber früher oder später haben wir einen Punkt erreicht, wo wir solche Sachen sowieso kriegen. Ich laufe jetzt hier einfach wieder zur Küste zurück, dann geht es einfach ein bisschen schneller. Und dann machen wir hier weiter. So, jetzt müsste ich ja theoretisch vielleicht sogar drei Minen werfen können. Richtig? Richtig. So, die Begegnung lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor. Weil das nachher in den Gebieten, also in den Karten, geht es dann doch ein bisschen schneller. Ich möchte natürlich schon, dass wir einigermaßen schnell durchkommen hier. Damit ihr, falls der wirklich gut sein sollte und den der eine oder andere von euch nachspielen möchte, damit ihr auch die Gelegenheit dazu bekommt. So, da wo die Ausrufezeichen sind, da ist es meistens wichtige Sachen. Und das sind hier diese Nester. Oh. Nicht mittendrin stehen bleiben, das ist nicht schlau. So, ich kann dann auch so um mich rum wahrscheinlich. So, die Sphäre der Reue. Die ist dafür da, um später... Oh, erhöhter Zauberschaden. Ist aber kein Zauber, den wir machen, leider. Ausweichwert, das können wir immer brauchen. Die ist dafür da, um Punkte auf dem Talentbaum wieder rückgängig zu machen. Wenn ich jetzt diese Sphäre der Reue einfach mal mit dem Rechtsklick anwende, dann bekomme ich einen Korrekturpunkt und den finden wir im Fertigkeitsbaum. Finden wir den hier dann wieder und jetzt könnte ich eben Punkte korrigieren. Sollte man jetzt nicht alle anwenden, ne? Packt die erstmal in die Kiste, bis ihr sie tatsächlich braucht. Vielleicht braucht ihr die ja gar nicht. Wenn ihr eine gute Bildvorlage habt, ach, ich habe das schneller, habe ich ganz vergessen. Ne? Habe ich extra gezeigt, dass man das unbedingt mitnehmen muss. Oh, da ist ein Ring. Ein Ring, mein Ring. Mein Schatz. So, wir müssen noch weitere finden. So, ich spare mir jetzt eben dadurch ein paar Stufen, dass ich eben mir nicht alles genau angucke und nicht jede Begegnung mitmache. Und dadurch eben hier die Chance habe, das eine oder andere dann doch noch zu finden. Da müssen wir dann hin, wenn wir die Dinge haben. Oh, da ist auch ein Aufwertungs... Ich muss ja auch noch einen schönen Loot-Filter raussuchen, überhaupt. Weil mir natürlich nur einige Sachen nicht angezeigt werden. Die wichtig sind. Das mache ich aber auch zwischen den Folgen. So, eine müssen wir noch. Da hinten ist der Fäulnistempel, ne? Also wie gesagt... erste, zweite, dritte, fünfte Runde oder wenn ihr da unbedingt total Bock drauf habt, macht's. Da vorne, da ist der Fäulnistempel. Das geht mit der Tabulator-Taste. Weiß nicht, bei der PlayStation ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Da haben wir die dritte. Rohlederstiefel? Weiß ich nicht. Habe ich schon Stiefel? Wenn nicht, jetzt habe ich welche. Mal aufmachen. Ruhig mal. Oh, Identifikationsrolle. Die sind am Anfang sind die echt wahnsinnig selten. Man findet so viele Sachen, die man identifizieren muss. Man hat so wenig von diesen Rollen. Und nachher weiß man nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Aber egal, nehmt sie trotzdem mit. Ist da noch irgendwas dazwischen? Wollschuhe vielleicht? Wer weiß. Na, wahrscheinlich nicht. Das ist hier so ein bisschen der Boss in dem ganzen Spiel. Also jetzt hier jetzt in der in dem Gebiet, meine ich. So, und da haben wir auch schon was Schönes gefunden. Und zwar eine goldene Rüstung. Die Items kommen immer so in verschiedenen Varianten vor. Also weiße Items sind die 0815. Die blauen, die haben dann in der Regel schon irgendwelche Fähigkeiten. Naja, brauche ich nicht. Irgendwelche Fähigkeiten. Die haben bis zu zwei Modifikatoren, die das Item dann ein bisschen besser machen. Dann gibt es noch... Da, physischer Schaden ist nicht schlecht. Für uns, ist für uns auch gut. Und dann gibt es eben noch die seltenen Items. Na, wo war das? Da hinten war das Ausrufezeichen. Dann gibt es noch die seltenen Items. Die seltenen Items, das sind die gelben. Da sind bis zu 6 Modifikatoren drauf. Das ist natürlich noch viel besser, weil da noch mehr Verstärkungen drauf sind. Und dann gibt es noch die einzigartigen Items. Die sind so bronzefarbig, so bräunlich. Und bei denen ist das so, dass die
Die sind, ich sag mal, ganz individuell gestaltet. So, das sind eben so die besonderen. Nicht, also man sollte aufpassen, also nicht nur mit diesen einzigartigen Items irgendwie vollpacken, weil man hat immer so ein bisschen das Problem, dass man dann viele Sachen nicht mehr machen kann. Also wir brauchen, müssen später auf Leben achten, auf Ausweichen hier in dem Fall. Da müssen wir noch drauf achten, dass wir, ich sag mal, Elementarwiderstände, dass wir da gut sind. So. Und das ist nicht so wahnsinnig viel auf den drauf. Das heißt, wir müssen da irgendwie versuchen, eine gute Mischung hinzukriegen. Hier ist es, bei dem ist es so, dass wir, glaube ich, auch mit ein bisschen Glück gar nicht so viel brauchen. So, ich werde jetzt noch mal ein bisschen Gelump verkaufen in der Stadt. Dann machen wir den Stufenanstieg jetzt nochmal auf die Schnelle. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach weiter. Hier drüber, den hatten wir schon. Haben wir den. Das ist schon mal sehr gut. Also es mit den Fallen läuft ja jetzt schon mal total entspannt. Vielleicht brauche ich den Pest auch bald gar nicht mehr. Da wollen wir ein bisschen... Jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir überhaupt Schönes gefunden haben. Die hier möchte ich natürlich identifizieren. Denn ich denke mal, die kann bestimmt mehr als meine. Ihr seht schon, die weiße Weste kann so gut wie gar nichts. Die hier hat schon erhöhte Rüstung ausweichen. Ich habe schon die ersten Widerstände. Regeneriert Leben... Und solche Geschichten, das heißt also, die ist natürlich definitiv besser. So, jetzt müsste ich mich eben entscheiden, will ich den Pest noch mitnehmen? Könnte ich noch mitnehmen. Das hier ist ein Item, das wird mir der Lootfilter später auch noch besser anzeigen. Hier habe ich drei verschiedenfarbige Fassungen drauf, das sind auch die drei Farben, die es gibt. Und die sind alle miteinander verbunden. Wenn ich das bei Nessa verkaufe, dann bekomme ich dafür... eine Färbungssphäre. Davon werden wir irgendwann mal noch ganz viele brauchen. Also sollte man solche Items niemals liegen lassen, auch wenn man sie eigentlich gar nicht braucht. Ich habe bestimmt schon welche liegen gelassen, weil ich sie nicht gesehen habe. Das wiederum, da wird mich jetzt in der nächsten Folge der Lootfilter speziell nochmal drauf hinweisen. So, Ausweichwert ist für uns interessanter als Rüstung, aber wir haben natürlich hier schon mal Lebensregeneration. Das finde ich schon wieder fast besser als jetzt einfach nur ein bisschen Ausweichwert, vor allem weil es am Anfang noch nicht so die Rolle spielt. Das bringt uns auch nicht. Ich will jetzt noch mal kurz bei Tarklai gucken. So, der gibt uns hier eine Bärenfalle. Werft ihr eine Schutz für bewegungsunfähig macht. Das ist bestimmt ganz interessant. Gewittersphäre, was haben wir noch? Gegenschlag, Verseuchung. Dann nehmen wir natürlich die Bärenfalle mit. So, ich möchte aber gerne mal... Oh, was haben wir noch? Spurt ist gut. Froschspurt. Nee, das nehmen wir mit. Das bringt, macht zwar keinen Schaden, aber ich finde das trotzdem... Ich finde den cool. Und ich will mal gucken, ob der nicht hier was Tolles zu verkaufen hat. Schuhe-mäßig. So, hier sind aber keine mal da erhöhte Energieschild ausweichen. Manchmal findet man hier schon Schuhe mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit, auch wenn es vielleicht nur 10% sind. Aber trotzdem, man kommt einfach gefühlt ein bisschen schneller durch. So, Rest würde ich jetzt hier sonst noch nicht kaufen. Wir werden noch genug Kram finden. So, das, was ich da jetzt eben noch habe, das werde ich jetzt einfach, die verkaufe ich dann. Ich glaube, die Schuhe werde ich jetzt auch einfach kaufen. Das möchte ich gerne behalten. Das kann weg. So, hier möchte ich gerne meinen Schaden verbessern. Ja. So, den werden wir aber identifizieren. Das gibt uns ein bisschen Mana dazu. Den werden wir auch verwenden. Ach, das kann ich jetzt wieder nicht, weil ich im Verkaufsmenü bin. So, aber jetzt kann ich ihn einsetzen. Und dann sind wir eigentlich auch schon mal ganz gut davor. Also wir werden jetzt hier das einsetzen. Und das. Hier möchte ich nicht die Bärenfalle reinhaben. Hier möchte ich gerne meinen. Und dann können wir da meinetwegen die Bärenfalle reinlegen. Schauen wir uns mal an. Das schauen wir uns allerdings dann in der nächsten Folge an. Also wir sind ja schon mal ein kleines Stückchen weit gekommen. Der sieht jetzt schon ganz interessant aus. Ich glaube wirklich, dass er mir Freude machen wird. Wir schauen uns das an. Lia geht ja noch ein bisschen. Wir müssen erstmal jetzt uns durch die 10 Akte durchkämpfen. Und dann müssen wir uns durch die ganzen Atlas kämpfen. Das Lia Let's Play, diejenigen, die das schon kennen. Die wissen, das geht in der Regel bis an den Anfang der Maps, das Liga-Let's Play. Danach wird es auch ein bisschen monoton, weil wir dann wirklich Akte laufen müssen. Dann gibt es irgendwann nochmal so ein Resümee. Aber man kann hier schon mal ganz gut abschätzen, wie der sich macht. Ich sag mal, ich bedanke mich bei euch. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis jetzt sieht das schon sehr interessant aus. Wir werden sicher auch die eine oder andere Delirium-Begegnung machen im Let's Play. Ich will nur nicht alle mitnehmen, weil das bringt mich durcheinander. Nein, das bringt mir zu viele Erfahrungspunkte. Da muss ich an anderen Stellen wieder rennen. Einfach, weil ich so dieses, das natürlich im Let's Play auch gerne zeigen möchte. Und ich möchte natürlich auch, wie gesagt, einigermaßen schnell durchkommen. Länger als eine halbe Stunde Folge will ich so über den Daumen. Halbe Stunde sind die immer so anvisiert. Ich werde jetzt auch gucken, dass wir, ja, ich weiß nicht, täglich werde ich wahrscheinlich jetzt am Anfang noch nicht schaffen, dass wir aber vielleicht irgendwann dahin kommen, dass wir mindestens 5 Folgen pro Woche haben. Und wer weiß, vielleicht klappt es auch irgendwann mal mit 7 Folgen. Wir lassen uns überraschen. Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr dabei bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.